Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es sein kann, wenn man sich ein neues Snowboard kaufen möchte. So viele verschiedene Marken, so viele unterschiedliche Arten von Snowboards, irgendwie sind dann doch alle anders und am Ende ist man dann einfach nur noch heillos überfordert. Und damit euch das nicht passiert, habe ich mir den coolsten und besten Berater für Snowboard-Equipment geschnappt, den ich kenne. Und wir schauen uns heute zusammen die besten Snowboards für dieses Jahr an. Ich bin im Cypress Warehouse in Traunstein und der Inhaber, der Jörn, der erklärt uns heute, welche Snowboards für welchen Typ von Fahrer er empfehlen würde. Bestes Snowboard 2023 für einen Anfänger. Für die ersten 30 Fahrtage gibt es also Learn-to-Ride-Thema, machen die großen Anbieter, sprich Burton, Nitro, Ride und so weiter, eigentlich sehr, sehr stimmig. Also auch für Kinder gibt es eben so Modelle. Eben eine sehr hohe Drehfreudigkeit, kein großes Verhaken, Verkanten. Die erleichtern im Prinzip diesen Einstieg. Es ist dann tatsächlich so, dass man mit diesem Brett eben schnelle Fortschritte macht. Und irgendwann ist das Brett dann auch von der Fahrtechnik her für denjenigen, der dann wechseln möchte, zum Carven, also sprich auf der Kante fahren, wird es dann irgendwann zu unattraktiv. Also es ist halt, legt sich halt einfach dann hin wie ein Handtuch. Dem Board fehlen im Prinzip diese torsionssteifen Gene. Also das ist so, dass so ein Board sich dann einfach extrem verwinden würde. Dadurch ist dieses Carven nicht mehr mit Spaß behaftet sozusagen. Und dafür braucht man meistens Bretter mit Carbonfasern, mit triaxialem Gelege und so weiter, die da halt mehr können. Und da wären wir eben in diesen parklastigen Board-Range. Die haben fehlerverzeihende Komponenten. Mit dem kann man sehr gut anfangen, natürlich auch weitermachen, eben für Park. Für einen Anfänger, deiner Meinung nach, das Beste wäre dieses Nitro First, oder wie? Die zwei Bretter sind so von Nitro. Flexia, das ist im Prinzip unser softestes Brett, wenn man so möchte. Es gibt auch ein Prime Nitro, auch ein Einsteigerbrett. Ist kein Twin, hat ein Directional Shape. Genau, dann wird es weitergehen. Thema: Das Team zum Beispiel von Nitro ist ein Board, was auch eine sehr breite Range hat. Was meinst du mit breiter Range? Also wenn das jetzt, also hier ist es, Nitro hat das immer für mich wahnsinnig gut gemacht die letzten Jahre. Ich finde, sie haben es leider aus der Sicht des Kunden oder des Verkäufers etwas schlechter dargestellt. Ich hole jetzt mal ein Brett Vorgängerversionen und die haben das damit so grafisch dargestellt für die verschiedenen Bereiche, wo ein Brett am meisten zu Hause ist. Ah, okay. Finde ich, wäre eine Hausaufgabe für viele Boardmarken, dem Kunden das ein bisschen leichter zu machen. Vorgängermodell, hier ist es grafisch schön dargestellt, startet bei Park und geht rüber bis bei Country, also Tiefschnee. Und eben der meistverkaufte Bereich ist halt der All-Mountain-Bereich. Und jedes Board, jeder Boardtyp hat hier seinen Balken grafisch dargestellt, der dann teilweise sehr kurz ist, wie diese Quiverline. Quivers sind immer Bretter, die sehr tiefschneelastig sind, wie sowas vorne ultra breit. Wird natürlich im Tiefschnee phänomenal, ist aber für einen Anfänger, sprich jemanden, der Park etc. fahren möchte, halt gar nichts. Deswegen hat der Kerl hier ganz rechts drüben im Backcountry halt sein Treppchen. Und andersrum, das Brett, was wir vorher eben angeschaut haben, Quiver und Co., wären eben hier relativ weit rechts positioniert. Hier ist auch gleichzeitig ein bisschen so die Härte dargestellt. Umso höher, umso härter, umso weiter unten, umso softer. Also im Prinzip wären wir wieder mit den beiden Boards, die wir gerade angeschaut haben, ganz hier drüben. Hier sieht man wieder auch die Härte ganz gut dargestellt. Der Flex, also wie harmonisch das Brett ist und wieder farbig wieder dargestellt. Backcountry on Mountain Park, wo hat er am meisten Punkte. Und so wären wir eben mit diesem Nitro Team. Wie man sieht, sehr breit. Das Board mit der größten Range gibt es als Damenmodell auch. Das ist dann das Fate. Das wären die zwei vergleichbaren Modelle, die man für Männchen und Weibchen eigentlich von Tag 1 bis muss man nicht mehr runtersteigen von dem Brett. Also das ist ein Board, was einen sehr großen Einsatzbereich hat. Aber jetzt ist das schon für jemanden, der schon fahren kann. Also ist nicht für einen Anfänger. Anfänger bestens geeignet. Ja? Ja, okay. Definitiv. Also da muss man nochmal differenzieren. Es gibt dann diese Shapes, unterscheiden sich eben in Gullwing oder in Camber. Mhm. Camber oder auch in Rocker. Also das sind so die großen Unterschiede, kann man sagen. Und jeder Hersteller hat sich da seinen Namen geschnappt, also oder sich das selber schützen lassen. Nitro zum Beispiel, packt man es wieder aus. Er hat sein System eben Gullwing genannt, also wie die Flügel eines Vogels. Hier nicht grafisch dargestellt, aber dort vorne. Also hier wäre so dieser Gullwing-Rocker zu sehen.
Ist im Prinzip also, kannst vielleicht auch... Ist das ein Rockerboard oder was? Genau. So, wenn man das jetzt eben über die Kante dann schaut, dann sieht man das Brett, dass es in der Mitte eine zusätzliche Biegung hat. Also es verläuft wie ein... Wie, also zwei Cambers sozusagen zu sehen. Und das ist natürlich der Punkt, auf dem sich das Board sehr schön drehen lässt. Die letzten 12, 13 Jahre hat dieser Rocker halt den Camber phasenweise fast komplett abgelöst und kam jetzt so Step by Step, ist der Camber wieder zurück, so wie es eben vor 12, 13 Jahren gebaut wurde. Mhm. Haben beide ihre Berechtigung, haben beide ihre Einsatzbereiche. Ich persönlich liebe diesen Gullwing Shape, ich mag das extrem gerne. Ist auch ein Brett, was ich sehr schön über den hinteren Camber fahren lässt. Fährt sehr schön aggressiv auch aus der Kurve raus. Ich finde es sogar ein bisschen aggressiver als ein Camber. Aber da gehen die Meinungen auseinander. Ich fahre so ein Board, das ist jetzt ein Twin, und fahre das mit etwas Backset und fährt sich sehr schön, sehr aggressiv. Ja, und das ist jetzt das vorherige Board und das hier wäre jetzt das... Ich habe das jetzt rausgeholt wegen dem stillen Verkäufer, weil es ein bisschen besser grafisch dargestellt ist. Und war hier sind wir eben mit einer Grafik, auch mit Flex ist dargestellt. Aber eigentlich ist dieser Einsatzbereich für mich nicht so schön zu sehen auf den ersten Blick. Also hat so natürlich die ganzen Boardarten wie Wide, also breites Brett und so weiter, was halt alles so integriert ist, die Ingredients, also der Holzkern, der was auch immer, das ist alles halt mit auf diesem stillen Verkäufer dargestellt. Ich fand das ein bisschen simpler, ein bisschen einfacher, ein bisschen schöner. Mhm. Also jetzt haben wir für den Anfänger das Nitro Team Gullwings und das ist auch ein Nitro? Ja, Nitro genau. Thrills. Ja, wir könnten noch mal kurz zurück zu dem ganzen Thema Board. Jetzt haben wir einmal den Camber und den Rocker. Also das ist ja praktisch diese Biegung des Brettes, also das, was im Schnee liegt sozusagen. Und dann gibt es halt noch mal zusätzlich diese Eigenarten von den Brettern. Da gibt es dann wieder Twins, also die vorwärts, rückwärts komplett ident fahren. Und es gibt dann halt andere Charaktere, wie wieder das Tiefschneebrett, was wir gerade da in Lila hatten. Was so im Moment so ein bisschen das Thema ist, wenn einer gerne ein bisschen so parkt, sich ein bisschen probieren möchte, dann ist sowas natürlich auch wieder sehr fein, weil das ist jetzt ein Twin. Directional, also ein Twin. Und Directional heißt in dem Fall nur, dass die Nose vorne etwas verlängert ist, die Tiefschneegene von dem Brett wieder zu verbessern, weil ein Twin ist natürlich kein Tiefschneebrett, wie jetzt wieder der Kandidat. Der hat natürlich viel Schaufel vorne. Die Schaufel holt einen schön raus. Man braucht einen natürlich nicht viel Backset zu fahren. Das ist halt oft so, dass man diesen hinteren Fuß sehr stark belasten muss im Tiefschnee. Das kriegt man mit dem Team, mit dem Twin Directional dann ein bisschen besser in den Griff. Also das ist eigentlich die Idee von diesem Brett. Verkaufen wir sehr, sehr gut, sehr stimmiges Boardmodell. Was halt jetzt so langsam Step by Step kommt, ist, dass man so Bretter, also Bretter kauft man nicht nach Nasenhöhe, nach Dingen, sonst würde stehen, wie groß man sein muss. Und es steht nirgendwo auf dem Brett die empfohlene Körpergröße, sondern immer das Gewicht, weil das Board spürt letztendlich immer das Fahrergewicht. Deswegen ist diese Abstimmung, was das Thema Gewicht angeht, eigentlich sehr, sehr wichtig. Für denjenigen, der gerne Kante fahren möchte, der etwas aggressiver fahren möchte, sehr wichtig. Derjenige, der gerne Park und so weiter fahren möchte, wählt das Gewicht am oberen Ende, also wenn jetzt ein Fahrer 60 Kilo hat, das Board geht von 40 bis 60 von mir aus. Meistens ist so eine Gewichtsrange in einem Brett von 20 bis 25 Kilo, je nach Hersteller. Dann würde er das Brett eigentlich nehmen, das bei 60 Kilo aufhört, also von mir aus 1,54, sage ich jetzt mal. Und bei jemandem, der so das Allroundige sucht, der sollte sich im letzten Drittel bis Mitte befinden, der sich die Tiefschnee Hänge dieser Welt aussucht, nimmt das Brett ab 60 Kilo, sage ich mal. Das ist, aber es geht halt auf der einen Seite natürlich die Drehfreudigkeit verloren. Das muss man dann selber eben entscheiden. Also meistens ist es so, je nach Körpergewicht kann man bei den Herstellern oft drei verschiedene Bretter fahren. Ich gehöre zu der Spezie, ich habe sehr große Füße, muss dann eben mir immer breite Bretter aussuchen. Und das Team Gullwing von mir aus gibt es in vier verschiedenen Wide-Versionen. Also die Bretter sind meistens so 1,5 cm breiter als die Standardversion. Da gibt es eben vier Bretter und bei meiner Erfahrung ist es so, dass mir meistens das kürzeste oder das zweitkürzeste, also von der Gewichtsempfehlung am hinteren Ende, macht mir am meisten Spaß. Die Radien werden kleiner, fährt sich aggressiver, außer bei softem Schnee wünscht man sich natürlich manchmal etwas längere Kanten, aber softer Schnee ist leider nicht so häufig. Also von dem her ist es halt dieses Jahr aufgrund, genau, für dieses Jahr muss man sich wieder ein kurzes Brett kaufen, man fährt ja mit 100 auf schmalen Pannenstreifen. Und da ist natürlich auch wieder ein kurzes, wendiges, verspieltes Board, wo ich besser ausweichen kann und so weiter, auch immer empfehlenswert.
So, du warst vorhin schon eh bei dem Park, Parkride. So, wenn jemand viel Park fahren möchte, was ist dein Pick für 2023? Park wären wir wieder beim ganz klassisch Twin. Also wäre auch das Team wieder machbar. Also auch wieder das Team? Das Team, ja, genau. Also das ist so das am wenigsten parklastige wird. Also hier wäre es eigentlich, natürlich ist es auch meistens so, diese Anfängerschiene geht auch immer so ein bisschen mit ein mit dem Parkfahrer. Also okay. Das ist natürlich, weil der Parkfahrer springt, kommt eventuell nicht schön auf, kommt unglücklich auf, zu viel Rückenlage, sprich landet so. Und wenn ich ein sehr aggressives, sehr hartes Brett habe, verzeiht das Brett das nicht. Das heißt, ich bin kurz danach, also ich kriege einen Kick und fliege halt über die Nose von meinem Brett wieder runter. Ein Board mit einem relativ niedrigen, mit einem sehr hohen Flex, also ein sehr weiches Brett, legt sich halt einfach sich sanft hin und verzeiht im Prinzip dieses nicht hundertprozentig saubere Landen. Also vergleichbar mit einem Flugzeug, wenn ich da keine Federung hätte im Fahrwerk, würden sich viele Flieger erstmal wieder zurück in die Luft gehen. Und das ist halt da einfach sehr, sehr cool, sehr, sehr stimmig, dass es halt dann verzeiht. Da ist wieder dieses Glasgelege, biaxiales Glas ist zweifach verlegt, triaxiales Glas ist meistens so ein Gewebe drauf. Je nach Hersteller packen die dann noch ein bisschen mehr rein. Wright hat das sehr schön erklärt bei seinen Brettern. Das habe ich gerade das Twin Peak. Und wie man sieht, genau, Twin Peak. Soll ich noch ein anderes Brett dazu? Also hier hätten wir Firma Wright von Anfang an dabei. Sehr cooles Brand, wie ich finde. Machen auch, haben viel hier eigene Geschichten am Start. Und bei Wright gibt es eine Boardlinie, das nennt sich die Peak Family. Und das unterscheidet sich auch. Gibt eben dieses War Peak, ist eigentlich so der erste Wurf gewesen. Den gibt es seit 5-6 Jahren. Ist ein sehr stark tailliertes Brett mit viel Nose und Tail, also relativ breit auch insgesamt im Vergleich. Und fährt man eben sehr, sehr kurz. Das längste Board bei dieser Family ist bei 1,57. Also das wäre für Fahrer geeignet, die jenseits der 100 Kilo. Okay. Und ich fahre bei denen zum Beispiel am liebsten das Medium. Das behagt mir eigentlich sehr, sehr gut. Genau, Medium hätten wir hier. Das Board fahre ich so in dieser Länge. Und das ist für mich so, das war die Offenbarung vor 6 Jahren, als das Board rauskam. Ich habe selten in meinem Leben so viel Spaß auf dem Snowboard gehabt wie mit dem. Und das wirklich von der ersten, nach 10 Sekunden war das einfach so meins. Also ich fand es gigantisch. Hier ist es eben so, das Twin, wieder mal genau das Team, was wir vorher hatten, aber ohne Directional Nose. Also das ist wirklich Twin-Twin. Also wieder den Spiegel hier in der Mitte hingelegt, komplett ident. Was hier eine Besonderheit noch gibt an diesem Brett, es hat eine Front und eine Backside. Also hier ist beschrieben Right Foot, Left Foot. Also dass jeder Fahrer würde das Brett immer so fahren, dass dieses schwarze Balken sozusagen nach rechts. Und dann findet man hier seinen Stance, fährt man meistens 15-15. Und das Board hat eben den Charakter, dass es dieser Backside hat es einen kleineren Radius als auf der Frontside, weil wir alle die Backside etwas schlechter fahren. Das gleicht es eben aus. Also kleine Radien sind leicht zu handeln als große Radien, weil man leichter die Mitte des Brettes findet. Auch wieder an dem stillen Verkäufer ganz gut erklärt, wenn man jetzt ein Board nimmt, nehmen wir mal das 48er, was ich gerade in der Hand habe. Das hat zum Beispiel hier in der Größenangabe immer zwei Radien stehen. Auf der, also hier, das ist jetzt praktisch vorne, das ist die Mitte und das ist dann hinten oder wie auch immer. Aber es ist natürlich vorne und hinten immer ident. Das heißt, ich fahre dieses Board auf der Frontside mit einem Radius von 5 Meter und die Backside hat 4,7 Meter. Also das ist im Prinzip dieser Unterschied, das damit schöner gehandelt kriegen. Also das ist eigentlich ganz cool. Früher gab es viele asymmetrische Bretter, waren aber meistens Directionals. Und das ist auch asymmetrisch, aber als Twin. Also das ist das Besondere daran. Und du sagst, das ist aber auch gut für den Park. Mega, mega stimmiges Brett. Der Unterschied ist beim Twin Peak, genau, Parkfahrer wünschen sich mittlerweile wieder den Camber, also etwas mehr Wölbung in der Mitte, um schöner auf den Obstacles zu fahren, also um auf den Rails zu bleiben, auf den Tubes, auf den Boxen. Man fährt mit einem Gullwing von mir aus, so was wir anfangs besprochen haben, was in der Mitte jetzt hier so eine Wölbung hat. Das rutscht runter vom Rail, will halt einfach nicht da drauf. Das ist wie Kugel auf Kugel, das will nicht. Deswegen hat sich der Parkfahrer nicht gefreut über diese ganze Rockerschiene erstmal. Genau, das war das Thema, warum ich da rüber gewechselt habe, nochmal von dem Glasfasergelege. Hier ist es ganz gut beschrieben bei Wright. Die haben im Prinzip eine Airways nennen die das. Das sind diese Striche, die hier eingezeichnet sind. Das ist jetzt ein Board mit drei Airways, also von jeder Seite. Die laufen im Prinzip hier vorne über das Board drüber in verschiedenen Winkeln und geben dem Board
eine höhere Verdrehsteifigkeit. Also das, hier sind wir wieder beim Twin Pick, also beim Parkbrett. Das soll im Prinzip verzeihen und das Brett, mit dem ich auf der Kante fahren will, soll nicht so verzeihen. Es soll einfach halten, graben, fahren. Und deswegen ist das Warpick natürlich auch wieder nicht das anfängerlastigere Brett, sondern eher das Twin Pick wieder. Noch ein kleiner Hinweis von mir zu dem Twin Pick. Das Twin Pick gibt es nämlich noch in der White Edition und ist damit eines der breitesten Bretter, die ich kenne. Ich fahre es selber und ihr seht es ja in den Videos, ich liebe das Board. Aber nun zurück zum Jörn. Und das Warpick wäre dann jetzt was für Old Mountain, also sowas, wo man im Skigebiet alles fahren kann. Genau. Wenn man da irgendwo ein bisschen Schnee, das ist ja nicht wirklich Tiefschnee, aber es hat ein bisschen, irgendwo hat es ein bisschen geschneit, da haben sie halt nicht mit der Piste, ja, dann wäre das da, oder? Genau, oder genau. Wo du gut carven kannst mit wahrscheinlich. Genau, das ist der Charakter eben von dem Brett ist genau hart. Also kein es ist kurz, aber härter und breiter. Und das ist halt im Prinzip, so geht es um die Quadratdezimeter. Sehr viel Auftrieb, sehr viel Schaufel und macht im Prinzip einen Riesenjob im Tiefschnee. Ist halt durch die Kürze sehr drehfreudig. Also auch wenn es nachmittags mal ein bisschen buckliger ist, hast du mit dem Ding richtig Spaß, wenn du dann so mit so 1,62 Meter Bretter herkämst, was jetzt da das vergleichbare Modell wäre. Wenn du jetzt 58, 1,60 fahren würdest, dann sind natürlich 10 cm kürzer, einfach viel verspielter, viel schöner, viel freundlicher. Ist das speziell bei Ride oder ist das bei das genau, so das kurz bieten auch andere Hersteller mit an. Also es gibt noch eine Boardmarke Liptek, die wir nicht mehr führen. War früher mal sehr wichtig. Ich finde sie mittlerweile sind sie ein bisschen im Dornröschenschlaf. Die haben auch ein Brett, das ist sicherlich auch ganz lustig, ganz interessant, das ist das Orca. Und das würde jetzt von mir aus hier stehen. Und jetzt gibt es einen Hersteller, Yes, eine sehr coole amerikanische kleine Schmiede, finde ich mega coole Jungs, haben ganz spezielle, ganz verrückte Themen am Start. Der ist im Moment, würde ich mal sagen, so mein absoluter Favorite auf dem Markt. Das Ding hat im Namen zwei Namen mit eingebaut. Das nennt sich, also interessanterweise heißt es When Pigs Fly. Hier haben wir auch irgendwas mit diesen Tierchen und das Brett nennt sich Warca. Also so, das ist eine Hommage an das genau, War genau. Und an das. Genau, War, also Warpick, das WA und das hier hätten wir jetzt das Liptek, das Orca. Das ist eine Mischung. Und Warca ist genau die eierlegende Wollmilchsau aus den beiden und hat halt einen ganz besonderen Charakter. Denn wenn man die jetzt die Kante wieder so betrachtet, dann ist das ganz verrückt gemacht. Das hat hier vorne Vorderrad, sage ich immer dazu. Das ist einfach breiter, läuft dann hier nach der Bindung zusammen, tailliert und geht wieder zurück auf der hinteren Bindung, aber nicht mehr auf die Breite des Vorderteils, sondern nur noch um die Hälfte und hat im Prinzip dadurch eigentlich diesen Pintail-Charakter, also sehr, sehr cool zum Fahren im Tiefschnee und auch das Vorderrad greift auf einer anderen Spur als das Hinterrad und dadurch fährt sich das so radikal. Also ich bin mit dem Brett auf Eis gefahren, wo ich kein anderes Brett fahren konnte. Ich konnte mit dem Brett, also ich habe an dem Tag irgendwie 5 Bretter gefahren und dieses Brett war so phänomenal. Ich habe gedacht, die Bedingungen haben sich zu 100% geändert. Die haben da wirklich ganz, ganz was Lustiges abgeliefert. Und wie gesagt, kleine Bande, kleines Team, aber sehr, sehr cool. Auch sehr breit. Tendenziell geht eben auch in diese Breite dieser Schiene, wie eben Pig Family oder auch ein Liptek des Orca. Und also das ist was, wenn ihr Lust habt, kommt es vorbei. Wir haben die beide zum Testen. Mega stimmiges, interessantes. Also wenn jemand jetzt hier irgendwo in der Nähe aus dem Chiemgau ist, ihr habt die Bretter da zum Testen, dass man es auch mal anschauen kann. Genau. Einfach hier hinkommen, nach Traunstein mitnehmen, dann genau. Auf die Steinplatte bitten. Gehen oder was weiß ich. Wir verlangen natürlich ein bisschen was dafür, sonst hätten wir den ganzen Winter wahrscheinlich kein Brett hier stehen. Aber der Test kostet natürlich nichts, wenn jemand dann nicht sowas kauft. Das rechnen wir halt 1:1 an. Aber ist sicherlich der beste Weg, als die Katze im Sack zu kaufen. Kommt natürlich auch darauf an, wo man sich am heimischsten fühlt. Es gibt sicher Leute, die wünschen sich nur Twins. Es gibt Leute, die wünschen sich nur Directionals. Es gibt Leute, die wünschen sich nur Freeride. Wie zum Beispiel von Jones, von Nitro, wie sie alle heißen. Bieten natürlich auch Bretter in diesem Segment an, Carving Boards, also das ist so, kommt so das Race Board wieder zurück, auch wieder ganz krassen Kantenverlauf, auch wieder mit Power Pots, wie das jetzt Nitro in dem Fall nennt, vordere Bindung, hintere Bindung, hat man zwei Backen wieder drin, wenn man es so besser sieht. Also wäre das jemand für jemanden, der einfach den Hang runterpesen möchte? Das ist zum Beispiel jetzt ein Damenbrett, habe ich jetzt mal bewusst was rausgezogen. Okay. Also eine Dame, die den Hang runter schießen möchte. Genau, nur einfach mal zum Zeigen, gibt es natürlich
für Männer auch. Das ist ein Brett, wenn jemand sagt, ich habe Spaß an Geschwindigkeit, ich habe Spaß auf Kante fahren, dann ist das Ding überhaupt. Also diese Bretter funktionieren wie auch das Walker, wie diese Pods, die können natürlich sehr viel. Also da haben wir auch so die Idee dieser Pods. Der Ride hat es in seinem Board nicht integriert, diese Pods, aber der kommt halt durch seine starke Teilierung, Nose und Tail, hat er halt extrem viel Griffigkeiten auch. Jones hat auch wieder sowas in dieser Richtung. Der baut eben auch seine Backen auf seine Bretter. Der hat immer drei. Nitro hat in dem Fall zwei Pots im Bindungsbereich und Jones baut noch eine dritte Backe in die Mitte. Das ist auch ein Brett, fahre ich auch sehr, sehr oft. Liebe ich auch. Phänomenales Brett. Sehr schön verzeihend bis radikal. Gibt es auch in verschiedenen Breiten. Für wen wäre das Brett jetzt? Das geht auch wirklich vom Anfänger bis zum Könner. Hat triaxiales Glas, aber ist kein Carbonboard. Also es gibt vergleichbares Brett, das Flagship, das liegt da oben. Das wäre im Prinzip sehr, sehr ähnliches Board mit etwas stärkeren Backen und mit Carbon drin. Das ist halt schon radikaler, fährt sich auch sehr, sehr stimmig. Kann man auch wärmstens empfehlen. Das wäre nicht unbedingt das Brett, mit dem ich jetzt anfangen sollte, sondern das ist auch ein Brett, was man wieder in Länge fährt. Meistens in Länge, also sprich wieder, ich würde wieder da auf 1,60, 1,59, 1,62 springen, um da viel Auftrieb wieder zu haben, viel Spaß zu haben. Das ist aber auch immer die Längenempfehlung, wie gesagt, auch immer mit dem Körpergewicht. Also hier, wenn man dieses Brett nach der Längenempfehlung nimmt, dann ist es eben so, dass 1,48 eben das Brett ist, was zu mir passt. Bei dem Brett ist es die 1,58, was zu mir passt, also vom Gewicht her auf einem Ding. Da sieht man eben, dass so in etwa 7, 10, 12 cm, je nachdem, einfach abgezwickt werden von dem Brett, um damit mehr Fahrspaß zu generieren. Aber die kompensieren es eben mit der höheren Baubreite. Wichtigste ist natürlich das passende Brett, also einmal das Körpergewicht. Ganz, ganz wichtig ist einfach die passende Schuhgröße. Die Überstände, dass es einfach harmoniert, dass es passt. Speziell für Leute, die gerne Kante fahren. Die Schuhe nicht zu groß kaufen. Ganz wichtig, dass man da eben drauf achtet. Und das ist auch für uns so ein ganz großes Thema. Oder für mich habe da oft manchmal eine Stunde längere Diskussionen, um Leute auf kleinere Schuhe zu überreden. Speziell bei großen Schuhgrößen ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass die Leute jetzt nicht bei Schuhgröße 44 sich einen 46er Schuh kaufen. So ist es meistens gewünscht von den Kunden und ich versuche die immer dann wieder runterzudrücken auf passende Schuhgröße, um einfach den Fahrspaß oben zu halten. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch die Schuhe anzupassen. Man sollte für Schuhe auch wirklich investieren. Für 200 € ist kein Snowboard-Schuh für längere Zeit. Also das ist ein Anfängerschuh und der ist wirklich relativ schnell am Ende seiner Könnerstufe. Also man sollte da beim Schuh steht eigentlich schon 300 in etwa als Zahl. Doch es liegt daran, dass die Schäume und die Qualität der Innenmaterialien halt einfach viel höher ist. Der Schuh sollte nicht zu weich sein, natürlich auch nicht zu hart sein oder je nach einfach passend zum Bedarf. Wenn euch dieses Video geholfen hat, dann tut mir doch einen kleinen Gefallen. Unterstützt unseren lokalen Händler hier. Gute lokale Händler wie den Jörn gibt es leider nicht mehr besonders viele und lasst sie uns doch gemeinsam unterstützen. Wenn ihr also an einem Board interessiert seid und ihr habt die Möglichkeit, hier an den Chiemsee nach Traunstein zu kommen, dann kommt her, leiht euch eines aus. Ansonsten, ich habe auch alle Boards zu seinem Online-Shop verlinkt. Wenn ihr eins euch holt, wie gesagt, unterstützt unseren lokalen Händler, würde es mich sehr, sehr freuen. Ich danke euch und wir sehen uns im nächsten Video.